Hey Leute, herzlich willkommen zurück zum Waluigi Hack heute am 29. Januar um 6.13 Uhr am Morgen. Ja, die letzte Folge war krass, ne? Ich bin innerhalb von Minuten von. Joa, ne, machen wir noch ein paar Folgen auf. Oh Gott, Alter, ich penne gleich eingegangen. Das passiert mir tatsächlich öfter, dass ich wirklich tadellos, bei mir funktioniert alles, aber. Dann nimmt meine Energie so rapide ab. Also es lag jetzt nicht an dem Hack oder so, ne? Das war halt einfach Verschlafenszeit tatsächlich. Und jetzt habe ich gerade schön so ein bisschen die morgendliche Zeitung verteilt und jetzt wird wieder ordentlich hier reingeböllert. Gut, ich muss heute tatsächlich nochmal raus. Ich habe ja. Hatten wir das in diesem Hack hier besprochen? Der Hack, der existiert ja schon seit bestimmt 5-6 Monaten oder so, ne? So gegen Herbst, Mitte, Ende Herbst, habe ich ja meine standardmäßige Zeitungstour verloren. Und heute trage ich tatsächlich zum ersten Mal dann eine neue aus. Ist im Grunde, ich bin kein Binder, tut mir leid, ich muss mich erstmal wieder hier drauf einstellen. Es ist im Grunde derselbe Bereich, nur halt eine andere und die ist halt permanent dick. Also da kann ich wieder ordentlich pumpen, meine Arme trainieren. Ja, genau. Und das werde ich dann wahrscheinlich hier nach meiner morgendlichen Mario-Müserie angehen. Ich wollte erst Routine sagen, aber das wäre gelogen, weil wir haben das ja nicht die letzte Zeit gemacht. Und bei so einem Level ist das vielleicht nachvollziehbar. Also wir warten hier wieder und dann. Oh mein Gott, das war ja so. Oh mein Gott, schaut euch das an. Okay, ich bin groß. Ich bin fucking groß. Ach, schade. Es ist wirklich, also diese. Das war. Okay, pass auf. Wir könnten da theoretisch ein Safe-State machen. Ich hatte ja vor 20, 25 Minuten gemeint, dass man da nicht so wirklich wirtschaften kann. Aber das wäre halt eine sehr, sehr nachvollziehbare, fabulöse Stelle. Aber die Frage ist: Wollen wir das noch? Oder wollen wir das jetzt nicht? Ja, aus eigener Kraft schaffen, das war super. 10 von 10, aber. Oh. Leider war da die Flammi. Okay, ja. Ich weiß nicht, ob man das von dem Kreis hätte sehen können und ein wenig besser agieren können, aber der gute Drehsprung, ne? Ich liebe den Drehsprung, weil der ist noch ein Stück präziser als der normale Sprung, obwohl man mit dem natürlich auch sehr, sehr viel, sehr, sehr fantastriöse Sachen machen kann. Es sieht halt wirklich, es sieht so gut aus. Und es ist, wie gesagt, ich habe ja keinen Führerschein, aber so diese Metapher gebe ich immer dafür, dass es halt, oh, du kannst da so präzise Sachen mitmachen. Ich drücke dann hier manchmal wirklich 4 Tasten gleichzeitig, um das so aussehen zu lassen. So, wir sehen, es gibt eine Konstante, sehr, sehr gut, hätte nicht gedacht, dass der Morgen so fantastisch verläuft, aber jetzt gilt es, das perfekte Timing hierfür zu finden. Das ist schwierig, weil du musst auf so viele Sachen achten. Okay, ich kann hier stehen bleiben. Boah. Jetzt. Oh, ich muss runter. Ich muss runter. Nein! Oh, ist das bitter. Ich muss direkt unten landen, Mann. Oh, Alter. Aber ich lieb's, ne? Ich lieb's noch mehr als gestern. Man hat halt immer. Also, ich hab immer so ein bisschen Schiss, dass ich dann irgendwie. Anfange, weniger gut zu kommentieren, aber. Ich glaube, da bin ich im Unrecht. Das ist schon alles. Ach, schade, so korrekt, wie es sein sollte. Das habe ich gerade nicht verstanden, muss ich sagen. Ich war mir sichtlich sicher, dass das vom Timing her passt, aber irgendwie war das jetzt nicht so geil. Vielleicht doch oben? Ich habe doch aber. Jetzt irgendwas läuft hier gerade schief. Jetzt kann ich das ändern, aber den Anfang nicht mehr, oder was?
So, und dann hier. Und genau, der untere Tumulus. Ich weiß nicht, warum sich Waluigi da gerade geduckt hat. Das habe ich ihm nicht befohlen, muss ich sagen. Komm schon, Ravon, jetzt reiß dich mal hier wieder zusammen. Du hast doch mittlerweile Pipifax, oder? Ah! Warum bin ich denn da hochgesprungen? Okay, meine Finger machen irgendwie gerade ihr eigenes Ding, habe ich gehört. Das ist natürlich nicht so geil. So. Ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach die Arroganz. Die Unterbewusste, dass man weiß, man kommt da ganz gut durch, ja. So, jetzt nochmal. Wie haben wir das gemacht? Wir gehen da hoch, aber das... Da war das Timing jetzt richtig für den Arsch, Mann. Oh Gott, ey, was mache ich? Was mache ich für eine Scheiße, ey? Ich hoffe, ich kann mich wieder bald besinnen. Oder soll's das jetzt schon vom Ruhm, Reichtum und Macht her gewesen sein? Dass wir da nicht mehr sehen werden, das wäre sehr, sehr schade. Ich glaube, ich denke schon wieder zu viel nach. Vorhin habe ich erzählt, was ich da alles für Tasten drücke und jetzt denke ich vielleicht zu sehr nach. Ich weiß es nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, das wäre sowieso trotzdem schief gegangen wegen dem Timing. Da muss ich, glaube ich, okay, einmal warten, bis die Flammi. Okay, tut mir leid, bis die Flammi runtergekommen ist. Ganz entspannt, nicht drüber nachdenken. Alles wird gut. Und die üblichen anderen 563.000 Phrasen, die man so kennt und liebt. Ich weiß es nicht. Also, ja, das passt, genau. Genau, aber Moment. Ja, doch, genau. Und dann springe ich mich da so hoch. Jetzt habe ich es wieder verstanden. Ist aber trotzdem immer noch bitter. Es ist keine hundertprozentige Siegesquote. Es ist immer noch so ein bisschen russisches Roulette, so wie bei gewissen anderen Sachen, die vielleicht mit der Politik zu tun haben. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ja. Und deswegen belasse ich es bei dieser Aussage. Lululululul. So, tagtägliche Punkt-Punkt-Punkt-Kritik wieder mal losgeworden. Finde ich gut, so muss das sein. Okay, dass die Flamme gerade gar nicht runtergekommen, ne? Interessant. So, nee, ist falsch. Okay. Die Flamme scheint nicht konstant zu sein. Die hier würde mich jetzt penetrieren. Ja, ich weiß nicht, wie ich das da einmal geschafft habe. Ich muss direkt weiter, ne? Naja, ich drücke da, wie man ja sieht, immer so temporär auf die Sprint-Taste, um mir so einen kleinen Schub zu geben. So ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein Raketenboost oder so, ne? So ein Dash, könnte man fast sagen. Es ist bitter. Es ist wirklich, wirklich bitter und teilweise nicht nachvollziehbar. Dass mir dann bei anderen Instanzen, die wir bereits gemacht haben, solche Fehler passieren. Aber okay, meint ihr, das Level kann noch getoppt werden? Oh, schon wieder. Geht, ja, okay. Okay, so. Von unten oder oben? Ich glaube von unten, oder? Ja, ist das vom Time? Also, ja, ich kann dann den den Pilz behalten. Aber das hat zur Folge, dass der Sprung natürlich gefährlicher ist und ich direkt sterben könnte. Gut, wenn ich dann nicht direkt sterbe und dann den Pilz riskiere, dann sterbe ich halt an einer anderen Stelle. Von daher, das ist es halt. Das ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, irgendwie klappt es jetzt wieder mit der Flamme. Ganz komisch. Vielleicht warte ich ja sonst immer eine Routine. Ich dachte, ich muss die warten, aber vielleicht ist es das, was schlecht ist. So, ja. Okay. Bin ich hier sicher? Nee.
Das war genau der, wo ich hätte weiterspringen müssen. Hui. Ja, das ist natürlich auch eine Alternative, weil man ja auf die Raufdrehsprüngisieren kann. Das kann man bei den Kugeln, glaube ich, nicht. So, zack, zack. Naja, der King of Ausdauer, ne? Manchmal wünschte ich aber... Naja, nee, nee. Das hätte gepasst, aber irgendwie... Nee, das war komplett für den Arsch. Manchmal wünschte ich, ich wäre der King of Skill tatsächlich. Da hätte ich ein bisschen... ein bisschen mehr von, aber... Ausdauer ist natürlich auch eine Tugend, etwas, was nicht jeder hat. Und ich meine, wenn man die in allen, aber wirklich in allen Bereichen des Lebens hat, dann, ja, kann sich da schätzungsweise keiner beschweren. Und der eine oder andere hat vielleicht sogar noch was davon. Ja, ich meine, wenn ich die Ausdauer nicht hätte, wäre ich auch schon lange nicht mehr auf YouTube. Von daher, es bewahrheitet sich halt immer, immer wieder. Ja, das geht schief. Das geht schief. So. Ich will... Ist natürlich bitter, wenn ich den jetzt nicht... Ich muss den... Der ist gut. Der ist gut. Und jetzt daran denken, ich muss jetzt zwei Sprüngis machen. So, hier bin ich sicher. Was jetzt? Es ist dieselbe Ebene. Bin ich gerade von oben oder von unten gekommen? Bin ich von... Ich versuche es nochmal hier, oder? Ganz klein. Nee, das geht nicht. Ja, scheiße, ich werde sterben, oder? Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott, ey. Oh mein Gott, das geht. Aber du musst die Sprungtaste so pipi-kacki anditschen, dass... Oh, was passiert hier jetzt hier schwer für eine Ja, weißt du? Wie wär's, wenn du... Genau. Oh, wie er respawnt. Wenn ich Pech habe, bin ich zu weit gelaufen. Nee, okay. Okay, das ist okay. Dauert, aber ist eine Maßnahme. So, dann ist die Falle natürlich nicht mehr existent, weil der Vogel weg war. Dann kam aber ein neuer Vogel. Das heißt, ich müsste nochmal komplett zurück. Ich weiß nicht, ey. Ich wollte ja auch auf den Vogel springen. Kein Checkpoint. Und nicht aufs Feuer. Aber jetzt mit dem Wissen, dass der... dass die Drehsprüngelinies da hinten wirklich funktionieren, wenn man... wenn man mit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl da einen Drehsprung macht, sehe ich die Stelle auch, ehrlich gesagt, positiv. Das heißt, wir können uns, also nicht C-positiv, ihr wisst ja, ne? Aber das bedeutet, dass wir uns dann vielleicht voll und ganz auf die neue Sektion fokussieren können, wollte ich sagen. Aber dann fing tatsächlich wieder an, die anderen Stellen so ein bisschen, dass die aufmucken. Hab den Anfang des Satzes vergessen. Mhm. Lululul, uiuiui. Uiuiui, was geht denn immer ab mit den Flammen? Irgendwie kommen die mir immer anders vor. Vom Tempo her und so weiter, was eigentlich gar nicht sein dürfte. Aber ich glaube, in großer Form kann ich da oben nicht rumdödeln. Ja, da hat man gesehen, da war zu viel Speed hinter. Dank meiner... meinem kleinen Dash, den ich mir noch gehe. Wie gesagt, es gibt da irgendwie Programme oder so, womit man dann den Controller im Bild zeigen kann. Das wäre natürlich hierfür sehr, sehr praktisch. Leider Gottes geht das nicht. Aber jeder, der sich natürlich schon mal so ein bisschen mehr als andere mit Mario Hex, vor allem im Bereich des Kaizo-Seins oder grundsätzlich das, ich nenne es mal, Profi-Mario-Spielens okay, auch ist er runtergefallen wie ein nasser Sack, beschäftigt hat, der kann und der sieht auch einfach, der muss ja die Tasten nicht mehr sehen, der sieht, wie viel Feingefühl, wie viel Optimierung hinter meinen, also nicht hinter allen natürlich, wie man sieht, sonst würde ich es ja überleben.
Da sind natürlich noch sehr, sehr viele Patzerchen drin, aber ansonsten sieht man schon, wie viel Feingefühl da einfach dahinter steckt, würde ich mal sagen. Von daher, also nochmal, wir wollen hier hin. Und hier wollen wir auch da oben hin. Werden dann aber getroffen, was okay ist. Dann ist die Stelle da hinten leichter. Hier hoch. Ach, es war... Okay, es war doch die Stelle, oder? Es war jetzt wieder anscheinend ein bisschen zu sehr kraftig. Und das ist das, was ich meine, ne? Es hat vorhin geklappt und da sieht man einfach, es macht einen Unterschied. Du kannst... Ob du jetzt normal springst oder einen Drehsprung machst, da gibt es wirklich, ich würde sagen, 3-4 Stufen. 3-4 Gänge, ja. Und die bestimmen halt, wie weit, wie lang, wie groß der Sprung ist, wie hoch. Das kann man hier so gut sehen. Ja, es ist okay. So. Aber, oh nein, nein, jetzt habe ich nicht auf den Kreis geachtet. Oh no. Es hätte aber funktioniert. Okay, ja, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute mit dem Waluigi. Ich finde, das ist ein guter Start in den Tag. Ein guter Morgen. Ich werde jetzt noch eine machen und mal schauen. Vielleicht schaffen wir es ja. Ich hoffe, ihr habt, wie gesagt, Spaß am Gameplay. Ich natürlich auch an meiner allgemeinen verbalen Unterhaltung, ist ja klar, aber ich finde, das macht wirklich Spaß. Also ich schaue mir, wie gesagt, auch gerne Kaizo-Hacks an und so weiter. Ich würde mir auch tagtäglich die gerne von dem Densen anschauen. Die Livestreams, die er da hochlädt. Leider sind das halt Livestreams, ne? Und dann sind das auch noch geschnittene Kack-Scheiß-Dingsbums. Wer kommt denn auf die Idee, seine Livestreams geschnitten hochzuladen, Alter? So behindert. Aber ja, ne? Und das macht mir auch beim Spielen sehr, sehr Spaß. So dieses, verschiedene Schalten der Drehsprünge, was ich euch gerade erzählt habe und so weiter. Man muss halt wirklich diese Mentalität haben, ja. Du darfst, wenn du metaphorisch, wenn du zu einem Marathonlauf gehst, darfst du nicht denken, es ist nach 2 Minuten vorbei, oder wenn du in ein Fußballstadion gehst, dann kannst du nicht mit der Einstellung rangehen, dass die Leute Call of Duty spielen oder so, ja, du musst einfach dir sagen, okay, das ist jetzt so, ich muss jetzt damit klarkommen und dann macht's auch Spaß, ne, also normale Spieler wären da sichtlich schon verzweifelt, wären vielleicht auch gar nicht so weit gekommen oder würden Safe Sets zücken, was wir ja jetzt hier auch theoretisch machen können. Wir haben gesehen, es gibt gewisse Stellen, aber ich glaube, wir schaffen das so. Und da muss man einfach hoffen, dass die Scheiße dann auch irgendwann aufhört von alleine, ne? Nach den Fledermäusen. Wenn nach den Fledermäusen kein... Wenn es da noch weitergeht, mache ich einen neuen Safe State, ja. Aber ansonsten versuche ich das erstmal weiterhin ohne. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.